Ich konnte meinen eigenen Herzschlag hören, als ich zurück aufs Dach kletterte und mich an der Ziegelsteinwand nach unten hangelte. Die letzten paar Meter sprang ich hinunter und rollte mich auf der Wiese ab. Ich holte mir lediglich ein paar Schrammen. Zurück um das Haus und die Treppe hinauf eilte ich in mein Zimmer, gerade als ich hörte, wie sich die Haupthalle öffnete. Ich konnte Lamberts donnernde Schritte vernehmen, wie er die Treppe hinaufstieg und geradewegs auf mein Zimmer zulief. Die Tür öffnete sich, und meine Augen trafen die des Giganten. »Es freut mich zu sehen, dass dein Abend entspannt war, Freund.« Ich zuckte mit den Schultern und sagte, »Ich hatte schon bessere Abende. Ich hatte einen wirklich seltsamen Traum, der hat mich ein wenig fertig gemacht. Wie verlief denn euer Ritual?« Ich stellte mich so gut, es ging dumm. Lambert nickte. »Alles lief wie erwartet. Der Rat erwartet mit Spannung die Feierlichkeiten am Sonntag. Bis dahin genieße deine Ruhe, Freund.« Ich konnte einige eilig weggewischte Blutflecken an seiner Maske erkennen. Lombard schloss die Tür und ich konnte hören, wie der Rest der Kultmitglieder in die Eingangshalle lief. Auf meinem Bett sitzend wägte ich meine Situation ab. Ich war noch eine ganze Woche an diesem gottverlassenen Ort, bis sie mich schließlich töten würden. Eine Woche, in der ich herausfinden musste, was hier vor sich ging. Eine Woche, um meine Flucht zu planen. Am nächsten Morgen erwachte ich früh und eilte in die Bibliothek. Ich dachte, dort würde ich am ehesten Informationen finden. Die Bibliothek hatte eine Tonne an Büchern. Alles von Krieg und Frieden bis zu Pat der Hase. Ich schlich durch die unendlichen Gänge von Regalen und erreichte das Ende des Raumes. Alles, was im letzten staubigen Regal stand, war ein altes Buch mit einem Ledereinband. Nichts daran schien sonderlich interessant zu sein, bis ich den Titel ersperrte. Das Buch von Sekra. Da ich den mysteriösen Namen seit letzter Nacht nicht vergessen hatte, klemmte ich mir das Buch unter den Arm und verließ die Bibliothek unbemerkt. Ich setzte mich an den Tisch in meinem Zimmer und schlug den antik wirkenden Schinken auf. Vor meinen Augen offenbarte sich eine Wand aus altenglischem Text. Auch wenn ich gut mit der englischen Sprache vertraut war, fiel es mir dennoch schwer, das Geschriebene zu verstehen, und ich stolperte nur langsam durch die Kapitel der Sagen und Opfergaben. Ich fand nicht viel unter dem unbedeutenden Kauderwelsch. Nur ein paar Zeremonien, von denen mir vielleicht eine Handvoll etwas sagte. Eine davon beschrieb den Akt, wie ein Kopf eines Widders auf dem eines Menschen befestigt wird, und eine volle Seite zeigte eine schlanke Frau auf einem Thron sitzend, deren Mund mit Blut befleckt war. Darunter stand Sekra, die Heilige. Ich brachte das Buch zurück und entschied mich, mich weiter auf dem Grundstück umzusehen. Da ich keinen Weg sah, wie ich das Vorhängeschloss des Betorbunkers zerstören konnte, machte ich mich stattdessen auf den Weg zur Kapelle. Die Tür schwang einfach genug auf, und in dem Gebäude waren Türme von alten Boxen und Möbelstücken. Ich wühlte mich sicherlich eine Stunde durch den Haufen verrotteten Holzes und fand dran gar nichts von Interesse. Das Schulgebäude nebenan brachte ähnliche Resultate. Ein paar Tische standen in einfachen Reihen vor einem etwas größeren Pult mit einem Namensschild, auf dem Meister Lombard stand. An der Wand hing bloß eine Tafel, sonst nichts. Geschlagen ging ich aus dem Gebäude hinaus und mir fiel augenblicklich etwas ins Auge. Das Vorhängeschloss des Betorbers lag im Gras vor der Tür. Mein Herz machte einen Sprung und ich sprintete in Richtung des Gebäudes. Meine Hand ging bereits zum Türgriff, als die Tür plötzlich aufgestoßen wurde. Heraus kam ein kleiner, dicklicher Mann, der die Tür eilig hinter sich verschloss. Er bemerkte mich und stellte sich mit dem Rücken vor die verschlossene Tür. Er sprach, »Oh, nein, 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 da dürfen Sie nicht rein. Das ist kein Ort für Außenseiter. Geh zurück, Junge. Geh zurück auf dein Zimmer, sonst rufe ich den Meister.« Ich seufzte und machte mich niedergeschlagen auf den Rückweg. In den folgenden Tagen konnte ich meinen Verstand langsam schwinden fühlen, als ich mich mehr und mehr mit meinem Schicksal anzufreunden begann. Ich verbrachte die meiste Zeit im Bett, verweigerte mein Essen und versuchte mir möglichst viele schöne Erinnerungen noch einmal in den Kopf zu rufen, bevor ich am Sonntag meinem unausweichlichen Tod gegenüberstehen würde. In meiner Zeit an diesem Ort hatte ich des Öfteren Leute in den Wald laufen sehen, doch sie wurden immer fast augenblicklich von Männern in roten Umhängen verfolgt.
Deshalb rannte ich nicht einfach davon. Ich fürchtete, mit mir würde dasselbe passieren. Es war Samstagnacht, als ich mich noch einmal intensiver mit meiner Situation auseinandersetzte. Meine Hände fest ineinander gefaltet, überlegte ich, wie ich diesen Wahnsinn womöglich doch überleben konnte. Bis ich meine Augen endgültig für den Tag schloss, hatte ich mir noch einmal ein mentales Bild des Gebäudekomplexes ins Gedächtnis gerufen und meine optimale Fluchtroute geplant. Ich hoffte auf das Beste. Ich wachte spät am Sonntagnachmittag auf. Es mag ungewöhnlich klingen, aber das Wissen über meinen unausweichlichen Tod hatte mich im Bett gehalten. Lombard kam gegen 6 auf mein Zimmer. »Bist du bereit zu gehen, mein Freund? Wir sind dabei, die letzten Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zu treffen. Sobald du soweit sein solltest, gehe bitte zu dem großen Gemälde im 2. Stock. Schiebe es auf die Seite und du wirst eine kleine Treppe erblicken. Diese Stufen führen in meine Kammer. Ich muss die letzten Schliffe für deinen Abschied persönlich vorbereiten.« Ich nickte still, als er langsam die Tür schloss. Für einen Moment saß ich still da und ging meinen Plan erneut durch. Ich schwitzte und atmete schwer, doch ich traf eine Entscheidung. Ich zerbrach einen der Stifte aus der Schublade und ließ ihn in meinen rechten Stiefel gleiten. Ich folgte den Anweisungen Lombards und stieg die versteckten Stufen hinter dem Gemälde hinauf. Dahinter lag ein großer, runder Raum. Die komplette Wand war mit Bücherregalen vollgestellt und in der Mitte stand ein großer Tisch. Darauf lagen einige Stapel Papier und eine Schreibmaschine. Durch die gläserne Decke schien Mondlicht hinein und gab dem Ganzen einen schaurigen Eindruck. Lombard begrüßte mich mit einem herzhaften Lachen. Er befahl mir, mich bis auf meine Hose zu entkleiden, und ich zeigte mich kooperativ und beugte mich unauffällig in seine Richtung, als ich begann, meine Schuhe aufzuknoten. Als ich kurz hinter mich spähte, konnte ich Lombard seine Vorfreude beinahe aus dem Gesicht lesen. Ich grinste und schob vorsichtig den Stift aus meinem Schuh. Dann, ohne zu zögern, drehte ich mich um und rammte den Stift mit all meiner Kraft in Lombards Bauch. Lombard krümmte sich und ließ sich auf seine Knie sacken. Ich konnte das Blut in seiner Kehle gurgeln hören und griff nach der Schreibmaschine, zog sie über den Tisch und schleuderte sie dann mit voller Wucht in sein Gesicht. Der Gigant ging ohnmächtig zu Boden und lag mit seinem Gesicht in einer kleinen Pfütze seines eigenen Blutes. Ich war bereits drauf und dran, die Flucht zu ergreifen, als ich hinter mir ein leises Lachen vernehmen konnte. Ich drehte mich um und sah, wie der Gigant sich langsam aufrichtete. »Du, mein Freund, bist klüger als die üblichen Seelen, die wir hierher verschleppen«, krächzte er. Ich knirschte mit den Zähnen. »Ich werde gehen. Ich weiß, was ihr letzte Woche gemacht habt. Ich habe zugesehen. Und nun verrate mir, was hier wirklich vor sich geht.« Lombard kicherte. »Wie du wünschst. Was ich dir über unsere Geschichte erzählt habe, ist in der Tat so geschehen. Jedoch habe ich ein paar Dinge verschwiegen, um dich interessiert zu halten. Die zwei Vettern, die diese Stadt gegründet haben, stehen uns in der Tat sehr viel näher, als du denken magst. Einer von ihnen war mein Urgroßvater, und der andere war deiner. Unsere Medizin verlor schon bald seine Wirksamkeit gegen das große Fieber, und mein Vorfahre, der große Visionär, der er war, wendete sich an andere Mittel. Er fand ein altes Buch auf seiner Reise durch das Land, damit hast du inzwischen ja auch schon Bekanntschaft gemacht. Dieses Buch beschreibt, wie man zu der antiken Göttin Sekra betet. Im Austausch für ein Menschenleben würde Sekra ein anderes retten. Schon bald fingen wir an, ihre göttliche Macht zu unseren Gunsten zu nutzen. Wir retteten unsere Gemeinde. Jedoch verließ dein Urgroßvater, der sich durch seine Moral der Realität gegenüber verschloss, unser Dorf. Kurz vor der Geburt seines Kindes legte er ein Gelübde zu Dialus ab, dem Bruder und das polare Gegenstück der glorreichen Sekra. Er ist der Gott der Moral und Gerechtigkeit. Durch dieses Gelübde wurde seine Blutlinie für immer dazu verdammt,
unseren Orden auszulöschen. Dieses ganze Mysterium diente dem Zweck, das einzige Menschenleben zu enden, das uns gefährlich werden konnte und dessen Blutlinie ein für allemal zu zerstören. Ich schüttelte unglaublich meinen Kopf und fragte: Also war das hier alles geplant? Wie viel hiervon war Teil eures Plans? Wie lange schon habt ihr versucht, mich zu euch zu locken? Ich werde in einem Moment darauf zurückkommen, aber hier ist ein Geheimnis für dich, das dir gefallen wird. Normalerweise könnte deines Blutes jedes unserer Mitglieder, selbst mit einer solch dunklen Aura wie die meine, mit einer einfachen Berührung zu Boden zwingen. Das war mir bewusst, als ich mit dir in Kontakt trat. Jedoch habe ich dir diese Macht entzogen. Denn es gibt eine Sache, die deine Kräfte schwinden lässt. Menschliches Fleisch und Blut. Bei dieser Aussage durchfuhr ein Schock meinen Körper. Er begann noch lauter zu lachen. Das ist richtig, mein Freund. Ich habe persönlich dafür gesorgt, dass du deine tägliche Portion Mensch mit deinem Essen bekommen hast. Du hattest nicht die leiseste Ahnung. Oh, deine Vorfahren wären so stolz auf dich. Lambert wusste nicht, dass ich tagelang hungerte. Ich tat einen Schritt auf ihn zu und ergriff sein Handgelenk. Ich drückte so fest ich konnte, und es fühlte sich an, als würde ich auf rohes Fleisch drücken. Der Gigant schrie auf, als Fetzen seines verflüssigten Fleisches auf den Boden tropften. Scheinbar hatte ich etwas meiner Kraft wiedergewonnen. Ich drückte weiter zu und spürte das Knacken der Knochen und das Reißen der Sehnen in meinen Fingern. Dann zog ich kräftig an seinem Arm und hielt Lombards abgetrennte Hand in der meinen. Er fiel erneut wimmernd zu Boden. Lombard hielt seinen blutigen Stumpf. Ich verstehe. Du warst mir einen Schritt voraus, cleverer Mann, der du bist. Aber keine Sorge, du wirst diesen Ort niemals lebendig verlassen. Dafür werde ich sorgen. Ich schrie ihm ins Gesicht. Du wirst mich niemals töten, du Monster! Sobald ich von hier verschwunden bin, nehme ich Elizabeth, und wir werden so weit von der Stadt wegziehen, wie wir nur können. Ihr werdet niemals in der Lage sein, uns zu finden. Du wirst niemals sicher sein, mein Freund. Selbst wenn du dich geborgen fühlen solltest, wir werden immer da sein. Wir werden dich beobachten. Wir vergessen niemals. Nicht einmal mit deinem Mädchen wirst du sicher sein. Warte, bis du ihre Geschichte hörst. Wie du sicherlich bemerkt hast, verwandelten sich deine Gefühle ihr gegenüber mit der Zeit. Du solltest wissen, dass wir uns ihre angenommen haben und sie als eine Art Schlüsselfigur für unsere Zwecke benutzten. Wir brachten sie dazu, deine im Blut versteckten Instinkte zu wecken und dich uns so geradewegs in die Arme laufen zu lassen. Sie war ein naives Mädchen. Ein echtes Dummerchen. Hübsch war sie. Das war's. Ich warf mich erneut auf Lombard und drückte meinen Fuß auf seine Brust. Ich packte ihn fest an den Hörnern und begann zu ziehen. Lombard schrie vor Schmerzen, als sich die Nähte nach und nach lösten. Der Titan versuchte mich mit seinem gesunden Arm und seinem Stumpf wegzudrücken, aber jeder Kontakt mit meiner Haut resultierte nur in weiteren Schmerzen für ihn. Mit einem letzten, kräftigen Zug löste sich auch die letzte Naht, und ich warf die Kopfbedeckung hinüber zur Wand, wo ihre Zähne zersplitterten und sie in einer Blutlache lag. Lombard krümmte sich auf dem Boden zusammen, und ich rannte zur Tür. Sein verunstaltetes Gesicht zuckte, während er mir folgende Worte zurief. Ich schwöre es dir, Robert M. Du wirst dem Zorn des Schwarzen Zirkels niemals entkommen. Du wirst durch meine Hand sterben. Ich lachte zurück. Das werden wir ja sehen, mein Freund. Eilig sprintete ich die Treppe hinunter und verließ das stille Haus. Meine Beine schmerzten von dem Kampf, aber ich versuchte es zu ignorieren und rannte so schnell ich konnte über das Feld. Als ich an der großen Halle vorbeikam, konnte ich hinter mir Schreie des Terrors vernehmen. Ich kicherte über die Reaktion, die ich verursacht hatte. Ich werde dieses Ding niemals wiedersehen, sprach ich zu mir selbst. Ich eilte zum Betorbau am Rande des Grundstücks. Ich dachte mir, jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt zu erforschen, was es damit auf sich hatte.
Auf halber Strecke durch das Feld sah ich die Männer in den roten Umhängen, die mit Fackeln in den Händen die Suche nach mir eröffnet hatten. Ich legte einen Zahn zu. Ich war in der Lage, die verschlossene Tür zu erreichen, während der Suchtrupp den Stall und den Werkzeugschuppen nach mir durchforstete. Meinen kurzen Moment der Sicherheit wahrnehmend, stemmte ich die Tür auf und schlüpfte hinein. Der Raum war spärlich beleuchtet von einer einzigen Glühbirne, die lose von der Decke hing. Einige Fässer standen an den Wänden und in den Ecken. Eine Werkbank stand an der Wand am anderen Ende des Raumes, neben einer weiteren großen Metalltür. Gerade in dem Moment, als ich den Raum untersuchen wollte, hörte ich Schritte auf der anderen Seite der Tür und mein Herz setzte für einen Schlag aus. Ich musste mich schnell in einem der Fässer verstecken. Ich schob den Deckel zur Seite und wurde von einem furchtbaren Gestank begrüßt, der mich unkontrolliert würgen ließ. Ausweglos ließ ich mich in den glibbrigen, warmen Schleim gleiten und hielt meine Luft an. Alsbald ich bis zum Hals untergetaucht war, konnte ich den alten Mann von vorhin den Raum betreten sehen. Er trug einen Leichnam auf seiner Schulter. Er trat an die Werkbank und warf den Toten mit einem geübten Schwung darauf. Zu meinem Entsetzen begann er dann, mit einer großen Auswahl an Messern und Werkzeugen an dem Körper herumzuschneiden. Er schien bereits sehr geübt darin zu sein, solche Operationen auszuführen. Die Eingangstür öffnete sich und der Suchtrupp stand davor. Sie fragten den Mann, ob er mich gesehen hatte, doch er verneinte und nach ein paar kurzen Blicken durch den Raum verschwanden die Männer wieder. Ich tauchte wieder etwas auf und versuchte weiterhin, so gut es ging, meine Luft anzuhalten. Ich zog immer nur kleine Happen durch den Mund ein, um dem Gestank zu entgehen, und hielt völlig still, um meine Position nicht zu verraten. Plötzlich fing der Mann an der Werkbank an, mit sich selbst zu reden. Oh ja. Ja, du wirst einen schönen Braten geben. Ja, das wirst du. Er kicherte leise. Ich wirkte erneut. Der Gestank und der Schock waren zu viel. Jetzt hatte ich die Aufmerksamkeit des Mannes erregt. Ich musste mich beeilen und einen Zug machen. Ich schob den Deckel des Fasses beiseite, stieg hinaus, griff den Deckel und rannte so schnell ich konnte auf den Mann zu und rammte ihm die Kante davon an die Schläfen. Er fiel mit einem dumpfen Schlag zu Boden. Schnell entnahm ich ihm das Messer aus der Hand und rannte in Richtung der Tür. Da ich unter der Glühbirne entlang lief, nutzte ich den Moment und sah an mir herunter. Mein Magen verkrampfte sich, als ich sah, dass meine Kleidung in eine dicke Schicht aus Blut und Gedärmen gehüllt war. Ich zog eine gigantische Blutlache hinter mir her. Das Gefühl, mich übergeben zu müssen, zurückhaltend, schob ich die Tür auf und ein dunkler Tunnel kam zum Vorschein. Eine solch natürliche Struktur hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Es herrschte Totenstille, bis auf das Tropfen des Blutes von meiner Kleidung. Irgendwo hinter mir ertönte ein Schrei und ich fing an zu rennen. Ich hielt meinen Atem erneut an und ignorierte das klaustrophobische Gefühl, das der dunkle und enge Tunnel mir gab. Der schier endlose Tunnel bog schließlich in einen kerzenbeleuchteten Raum ab. Er war vielleicht 5 Meter lang und hatte eine gewölbte Decke. Ich hatte jedoch wenig Zeit, mich daran umzusehen, denn als ich ihn betrat, sah ich einen Mann des Suchtrupps mit dem Rücken zu mir stehen. Er hielt eine Schrotflinte in der Hand. Mir wurde klar, dass ich hier und jetzt sterben würde. Doch zu meiner Verwunderung schien er mich gar nicht bemerkt zu haben. Das war meine Chance. Ich holte aus und rammte ihm das gestohlene Messer in den Hinterkopf. Er gab ein kurzes Stöhnen von sich und sank zu Boden, wo er bewegungslos lag. Ich ließ das Messer in seinem Schädel stecken und nahm stattdessen seine Waffe mit. Das sieht mir doch schon viel besser aus, murmelte ich, als ich sie über meine Schulter schwang. Auf dem Boden, über den sich nun das Blut der Wache ergossen hatte, erblickte ich eine kleine, metallene Luke. Da ich keinen anderen Ausweg sah und mir der Suchtrupp auf den Fersen war, stieg ich hinunter und kam in einer kleinen Nische im Wald in der Nähe eines Teiches heraus. Nahe der Leiter standen einige Plastikeimer voll Schuhen, Rucksäcken und anderen Dingen. Dies mussten die Wertsachen der Leute sein, die kannibalistisch orientierte Sekte nicht mehr benötigte. Bei diesem Anblick durchfuhr mich ein unwohles Gefühl, doch es wurde auf der Stelle verdrängt, als ich etwas Glitzerndes ein paar Meter weiter sah.
Fahrräder. Ich atmete auf. Ich griff mir das am neuesten aussehende Fahrrad und fuhr so schnell es meine Beine erlaubten in die Dunkelheit des Waldes hinein. Nach einigen Stunden und ein paar Müsli-Riegeln, die ich in dem Rucksack, den ich mitgenommen hatte, gefunden hatte, erreichte ich endlich die Stadt. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass meine Freunde und Bekannten erstaunt über meine Rückkehr waren. Ich wusste allerdings, dass ich nicht anhalten und mich mit ihnen unterhalten konnte. Ich kam an unserem Haus an. Elizabeth rannte auf mich zu. Ich sah sie nicht einmal an. Ich ging hinein, packte das Nötigste zusammen und stieg in mein Auto, ohne Elizabeth, die mich mit Fragen löcherte, Aufmerksamkeit zu schenken. Sie sah mich leidvoll an, doch ich wusste, dass sie es nur stellte. Als sich unsere Blicke kreuzten, sah ich in ihren Augen, dass sie bereits alle Antworten auf ihre Fragen wusste. Ich legte den Rückwärtsgang ein und fuhr davon. Ich sah diese Stadt nie wieder. Ich sah Elizabeth nie wieder. Viele Jahre vergingen. Ich zog von Stadt zu Stadt, doch immer wieder fanden sie mich. Sie haben mich immer gefunden. So viele Jahre renne ich nun schon davon, doch ich bezweifle, dass ich jemals entkommen werde. Für die letzten 12 Jahre war dies hier mein sicherer Rückzugsort, doch ich fürchte, auch das wird bald ein Ende haben. Ich bin zu alt, um noch davon zu rennen, mein Freund. Einfach zu alt. Der Barkeeper starrte Robert fasziniert an. Also haben Sie deswegen in Einsamkeit gelebt? Ja, ich nahm an, je mehr ich für mich behalten würde, desto sicherer würde ich sein. Der Barkeeper stotterte. Und das Trinken, die Opfergabe, die Leber, ist das warum? Der Geschichtenerzähler lachte. Ha, ja. Wenn sie mich finden und sich an mir nähren wollen, sollen sie daran ersticken. Der Barkeeper lachte etwas beunruhigt, und der alte Mann bemerkte, dass der Mond bereits tief stand, und klopfte sich den Staub von der Hose. Ich werde nun gehen. Die Sonne wird bald aufgehen. Es war eine wahre Erleichterung, diese Geschichte endlich mit jemandem teilen zu können. Der Barkeeper lächelte. Es war mir auch eine Freude, Sie zu hören. Haben Sie eine gute Bettruhe, Mr. Allen? Robert nickte und verließ den Laden. Er nahm die U-Bahn nach Hause, wie jede Nacht, und rieb seine Hände, um die Kälte fernzuhalten. Nach der kurzen Fahrt stieg er das Treppenhaus hinauf in seine Wohnung. Er atmete tief durch und öffnete die Tür. Nachdem er seinen Mantel und seinen Schal aufgehängt hatte, setzte er sich in seinen Sessel nahe der Tür, die er verschlossen hatte, und sah aus dem Fenster in die Ferne. Ihm fiel etwas ins Auge. Es war eine gigantische Figur mit blassem Gesicht und einem verrückten, verstümmelten Grinsen. Robert Elm saß bewegungslos da und starrte das Wesen an. Das Ding sprach zu ihm in seinem gequälten, teuflischen Ton. »Guten Abend, mein Freund«,